Bereits zum insgesamt 9. Mal wurde das Projekt School of Rock der Popakademie Mannheim in diesem Jahr veranstaltet. An dem von der BASF geförderten Projekt nahmen auch dieses Mal wieder viele Schulen aus der Metropolregion teil. Sagen, wo ist Grünstadt? Wo ist Schliesheim? Wo ist Ludwigshafen? Wo ist Grimmesheim? Wo ist Seppenheim? Und wo ist Mannheim? Unter Anleitung von Musikern der Popakademie wurden die Schüler in den letzten Monaten vor Ort in ihrer Schule angeleitet und bereiteten sich dann zusammen mit ihren Lehrern auf das große Finale vor, das am Freitag in der Alten Feuerwache in Mannheim stattfand. Für die Popakademie bedeutet das Projekt School of Rock einen Beitrag zur Bildungs- und Integrationsförderung zu leisten. Hierzu der künstlerische Direktor und Geschäftsführer der Popakademie, Professor Udo Dahm. Ja, das ist natürlich ein toller Abend als Abschluss eines jeden Jahres und wie gesagt, diesmal schon zum 9. Mal. Wir zeigen die besten Projekte aus den unterschiedlichen Schulen. Wir hatten ja dieses Jahr 12 Schulen dabei und können stolz sagen, dass wir fast aus jeder Schule was dabei haben, aus jeder ein interessantes Projekt und das macht halt Spaß zu sehen, wie die Schüler in der Lage sind, die Dinge umzusetzen, nachdem wir einen Tag in jeder Schule waren und wir dann eben im Nachgang erleben, dass die sich reinhängen, dass sie wirklich viel arbeiten, um dann hier ein tolles Konzert auf die Beine zu stellen. Nur mit der BASF ist das Projekt möglich. Die Finanzierung wird durch die BASF sichergestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir das schon seit 9 Jahren machen konnten und hoffen, dass wir es auch noch mehrere Jahre mit ihnen gemeinsam betreiben können. Am Nachmittag hatten die Bands bei der Generalprobe nochmals Zeit, die letzten Feinschliffe vorzunehmen, bevor am Abend dann das große Finalkonzert aller beteiligten Schulbands stattfand. Für die Schulen und die Schüler ist das Projekt School of Rock eine durchweg positive Erfahrung. Dies bestätigt unter anderem Friederike Baum, die Konrektorin der teilnehmenden Marie-Curie-Realschule in Mannheim. Also bei unseren Schülern ist es so, dass wir einen sehr hohen Ausländeranteil haben und dass die Kinder also auch ein bisschen aus bildungsfernen Schichten kommen. Und für die ist das natürlich granatenmäßig toll. Da können sie sich produzieren und sie können alles aus sich rausholen. Das war ein Riesenerfolg für unsere Schüler. Die waren total begeistert und sind es immer noch. Insgesamt 21 Bands teilten sich dann am Abend die Bühne und bekamen die Gelegenheit, ihre eingeübten Lieder vor einem zahlreichen Publikum vorzutragen. Dabei zeigte sich das große Engagement und die Leidenschaft, welche die Beteiligten in der Vorbereitungsphase an den Tag gelegt hatten. Von kleinen Kombos über ganze Chöre war ein buntes Bühnenprogramm organisiert. Die Bands spielten und sangen bekannte Popsongs und gaben ihr Bestes, um einen erfolgreichen Abschluss der 9. Ausgabe des School of Rock Projektes zu formen. Neben den aus Schülern und Lehrern bestehenden Bands traten auch diverse Gruppen der Popakademie auf. Für die Veranstalter bei der Alten Feuerwache war es eine Selbstverständlichkeit, erneut den Austragungsort zu stellen, sagt Julian Himmel, der an diesem Abend zuständige Produktionsleiter der Alten Feuerwache. Naja, natürlich ist das eine Bereicherung für uns auch hier, generell für Mannheim. Wir unterstützen das Projekt natürlich auch sehr gern und machen das daher ja auch schon so viele Jahre. Eines wurde während des großen Abschlusskonzertes klar. Das Projekt School of Rock fördert durchweg das Selbstvertrauen der Schüler. Dies bewiesen die im Großen und Ganzen gelungenen Auftritte. Ein Grund mehr für die Popakademie, die School of Rock Aktion auch zukünftig durchzuführen.